Es ist Samstag, der 19. Juni 2021. Willkommen zu unserem Go4Peace-Impuls. Heute Morgen sitze ich mal hier bei meinen Tomaten. Die wachsen und wachsen. Und es ist eine wahre Freude, dem einfach zuzuschauen. Es geht auch heute um solche schönen, naturalen Bilder, wie der Evangelium in der Bergpredigt, Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Und da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib. Und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Und dann gebraucht Jesus diese wunderbaren Bilder von den Spatzen, die einfach rumflattern und um die Gott sich sorgt. Und von den wunderschönen Lilien auf dem Feld, die noch schöner sind, schöner gekleidet sind als Salomon. Und auch um sie sorgt sich Gott. Also die tiefe Botschaft des heutigen Evangeliums, Gott sorgt sich um dich. Gott sorgt sich um mich. Und das kann unserem Leben erstmal eine Festigkeit geben. Und er sorgt sich so sehr um mich, dass dieses Wachstum, was in den Tomaten, in den Lilien, in den Spatzen liegt, auch in mir liegt und dass es groß werden will. Aber er sagt, kümmer du dich um mein Reich. Also kümmer dich darum, dass die Beziehungen unter euch so lebendig sind, dass Jesus immer da leben kann. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. Ich erinnere mich noch an den Anfang des Friedensweges, als wir aufbrachen nach Bosnien vor 25 Jahren. Dann haben wir ein großes Video gemacht und dafür fehlte mir noch Geld. Und ich merkte am Ende, wie ich mir immer Sorgen gemacht habe. Und dann ging ich eines Morgens an einem der vielen schönen Teiche im Gelände von Harderhausen entlang. Und dann bin ich an einem Teich stehen geblieben und dann war genau dieses Evangelium, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht, ich sorge mich. Und dann habe ich einfach diese Sorgen um einen beträchtlichen Geldbetrag, den ich noch brauchte, in den Teich reingeworfen und habe dann hinterher bei der Messe um genau dieses Geld gebetet. Und an dem Abend kam eine Frau zum Gespräch vorbei und sie fragte, wie geht es dir? Dann habe ich gesagt, ja, es geht ganz gut, aber ich habe mir immer wieder Sorgen gemacht, weil ich brauche noch was für Bosnien. Und dann fragte sie genau nach, wofür. Und dann habe ich ihr den Betrag genannt und dann sagte sie, ich bin heute Morgen wach geworden und ich dachte, du musst dem Meinhof noch etwas Geld für Bosnien geben. Und sie hatte genau den Betrag im Herzen, den ich noch brauchte. Und am übernächsten Morgen brachte sie mir dieses Geld. Also, wenn wir uns um sein Reich kümmern, dann trägt Gott Vorsehung, er sorgt sich um uns. Und das ist das Motto für heute. Gott sorgt sich um dich. God cares about you. Euch einen schönen Tag.